Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, Nick Harbin, nach Tag 21, also wir sind jetzt ja schon bei 22, Horde gerade so mit dem blauen Auge überstanden und sie ist schon wieder da. Ich gehe schon mal hoch, ich komme hier nicht zur Ruhe. Was ich sagen wollte ist, ich habe hier alles schon korrigiert, ich habe das repariert, ich habe das umgebaut, das wollte ich euch sagen, aber dann war sie da. Ja, dann war sie einfach da, sie ist einfach da, ich sage es euch. Und dennoch in grün. Naja, warum denn nicht? Habe ich nämlich schon umgebaut. Ich war so frei. Ich habe schon da Sachen so ja hingestellt für die Schocker oder eben halt Blade Traps. Schauen wir mal. Ja, wirklich. Also gerade so mit dem blauen Auge davon gekommen. Dings habe ich jetzt auch schon wieder oben aufgestellt, ne? Boah, wollte ich nochmal erwähnt haben. Was ich gestern vergessen habe zu erwähnen zum Feierabend, das hole ich nämlich jetzt nach, weil ich war gestern ein bisschen durch. Nach der Schlacht. Also machen wir schnell, ne? Also, das ist die Game Stage. Ich bin jetzt in Level 54. Gestern waren wir auf 52. Game Stage sind wir jetzt auf 132. Und gekillte Zombies auf 1663. Und kein Tod hinzugekommen. Was aber knapp war. Aber ist gut. Genau. Ich habe jetzt schon draußen alles weggekloppt. Schwamm mal so frei. Und hier den... Nee, den anderen Gang. Den anderen Gang habe ich auch schon ein bisschen aufgewertet. Aber dann ist mir das Material ausgegangen. Und danach ist mir erst eingefallen, das Material hätte ich ja gebraucht, wenn wir jetzt dann ins Schneebiom, weil, wie gesagt, ich will mir dann einen kleinen Würfel hinstellen, dass ich da schön übernachten kann und das dann auch überleben kann. Ja, kann ich denn nicht, ne? Das werden wir gleich sehen. Vor allen Dingen, jetzt muss er ja stark sein. Wir müssen ganz, ganz dringend mindestens 15.000 zusammensparen. Es sei, ich krieg Rabatt bei den Händlern. Die haben nämlich so einen Schmelztiegel da. Kostet 15.000. Oder ich krieg die Bücher dafür. Was nicht so wahrscheinlich ist, weil ich brauche ja mindestens noch den ganzen Arsch voll. Weil wir brauchen ja 75. Und ich bin noch nicht mal in der Nähe von 75. Wie man ja sieht, oder? Sieht aus wie 75. Ich glaube, die meint was anderes. So, ich lasse trotzdem hier durchrattern. Das lasse ich jetzt nicht mehr durchrattern, dann kann ich nämlich das Eisen einsparen. Oder habe ich hier noch Eisen drin? Nee, das hatte ich ja gestern halt eingeschmolzen gehabt. Nicht. Naja. Mal ist es so, mal ist es so. Gut, schmeiße ich das auch noch rein. Und das auch noch. Na, auf jeden Fall, wenn wir da zurückkommen, sollte das durch sein. Das Doofe ist, ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich das alles repariert habe und so, nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ist alles weg. Aber wie gesagt, ich habe die Idee, nehmen den einfach mit. Wir machen jetzt erstmal Blöcke und Cobblestone und so. Und dann bauen wir uns da... Nee, warte mal, wir bauen uns ja ja nicht. Ich nehme einfach von unten eine Werkbank mit. Ich habe doch alles in mehrfacher Ausführung. Dafür ist es doch da. Genau. Sparen wir ein bisschen was. Außer die Schmelzen, die lasse ich natürlich. Schmelzen müssen wir nachbauen. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Die kann ich verkaufen. Ey, sag mal, ich kann doch jetzt so Opelas da verkaufen. Warte mal, ich mache erstmal hier leer und dann, sag ich mal, bereiten wir uns auf die große Reise vor. Also mehr oder weniger. Und dann schauen wir mal. Wann werden wir schauen müssen? Das wird schaurig, wird das. Wie wir schauen müssen. Aber das ist ein anderes Ding. So, das ist jetzt mein Schogger. Und ich muss nochmal, genau, das muss mir jetzt ausgetauscht werden. Wir haben ja gestern als Hordengeschenk bekommen eine Axt. Stahltechnischerweise. Wie nice ist denn das? Mach ich hier nicht noch eine schöne Mod, die ich noch reinknallen kann? Genau. Genau.
Aber ganz genau. Also noch genauer geht's ja gar nicht. Die Klingendings kommt doch raus, denn. Das ist eine Axt. Wir brauchen eine Axt, eine Klinge. Na, irgendwie schon, wa? Ach, ist das? Hier, so, zack. Ja, ich geh's, aber... Schick drauf. So. Messer. Rin, rin, rin. Schaufel mit. Habe ich da noch irgendwo schaufeltechnischerweise irgendwo die Mods drinne? Eigentlich ja. Aber eigentlich auch nicht. Weil ich sehe nämlich hier nichts. Aber gut, wir wissen ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Also mache ich einfach so hier. Ist ja viel einfacher. Dafür ist es ja da. Siehst du? Auch dieses Problem hat der Kabin professionell gelöst. Kann wieder nicht aufhören. So, das da, dann machen wir das da, dann die Lampen da, das ist schon da. Da ratata, da ratata, da ratata, da ratata. Moment mal, das gehört dahin. Ja, wie gesagt, Doris, ich habe natürlich noch keine Chemiestation, aber ich gehe davon aus, dass wir irgendwann mal in die Lage kommen, das herzustellen. Was habe ich denn jetzt drin geschmissen? Das gehört doch ja nie hin. Hallo, Kabin, das gehört da gar nicht rein. Das gehört da rein. So, Benzin. Dann brauche ich noch Holz. Nehme ich wieder raus. Ja gut, ich werde ja da auch Bäume finden, oder? So, dann nimm mal hier den Cobblestone. Ich war der Meinung, dass ich das hergestellt habe. Ach, hatte ich. Hatte ich aber schon verbaut gehabt. So, das nehme ich jetzt hoch mit. Könnte ich gebrauchen. Das werde ich da finden. Das glaube ich auch. Ist alles bloß eine Frage der Zeit. Hauptsache, ich habe erstmal Blöcke zum Aufwerten. Ich habe die Nahrungspistole. Ich habe was zum Schrauben da. Das passt da. Ein bisschen was zum Trinken im Voraus habe ich. Essen habe ich nicht. Na, das ist ja mal ein Ding. Ist aber auch nicht das Problem. Dann machen wir uns mal schnell was. Oder langsam. Je nachdem. Das sollte reichen, ne? Schönen Bacon. Mit Spielei. Mit Eck. Um die Ecke. So, dann wollte ich ja jetzt gerade... Ich habe jetzt aussortiert. Und ich brauche ja aber... Ich brauche ja, wie gesagt, Geld. Wie gesagt, das ist ja die Krux. Muss ich jetzt erstmal sagen, die doppelt und dreifach habt ihr verkaufen. Achso, und ich hatte zwei Punkte gehabt. Ne? Also, die habe ich aber auch gleich investiert. Und zwar fahrtechnischerweise. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Was soll ich sagen? Hat nicht so viel gebracht. Also nicht das, was ich erhofft habe. Sag mal, so viel ist ja nicht hier. Ich will ja mindestens irgendwas haben, so falls mal wirklich was... Wie gesagt, man sollte nicht den Teufel an der Wand malen, aber ich möchte ja wenigstens so ein bisschen was. Und das hat hier auch nichts drin zu suchen. Das ist doch Munition. So, jetzt aber. Oh, die Werkbank mitnehmen. Munition habe ich rausgenommen, ne? Deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Ich hoffe, das täte reichen. Achso, die Knifte kann auch raus. Jetzt weiß ich, warum ich da oben in den Gürtel so wenig Platz habe. Das macht Sinn. Ich bin ja so vorsichtig mit meinem Platz im Inventar. Jeder kennt es, jeder weiß es. Alles andere ist übel Nachrede. Das kennt er ja auch. So. Wir können jetzt los. Naja, noch nicht ganz. Nimm mal die ganze Kohle mit. Ach, wie ist das? Das packen wir ja. Das kann ja weg. Ja, besser wird es aber nicht, wa? Ja, ja, gut. Dann sag ich mal. Ja. Gehen wir mal los, wa? Zeit ist kostbar. Es ist 12 Uhr. Es regnet und ich fahre ins Schneebiom. Ja, ist der teuerste. Sind ja bloß fast 5 Kilometer. Ist ja um die Ecke. Ich werde mal schon mal davon so. Ich sag mal so 300, 200. Ich will ja bloß einen Würfel bauen. Und ein paar Spikes vielleicht. Ein paar Holzspikes machen, nicht wahr? Also muss ich mir
nochmal ein bisschen Holz so mitnehmen. Naja, zum Glück habe ich hier meine Bäumchen gepflanzt. Nee, die nehme ich noch nicht. Die sind so schön grün. Wie gesagt, ich brauche das ja. Schnell aufwerten und so, ne? Wir müssen da hin. Nehmen Händler, zack, Bums. Alter, und ich habe letztes Mal, bin ich 20.000 Kilometer gefahren und jetzt seid ihr da, oder was? Ja, leck mich die Füße. Was soll denn das? Und ich krieg auch noch einen Honig. Ich werd bekloppt. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich werd verrückt. Na gut, ist kein Unterschied, wa? So, warte mal, da sollte ich... Nee, ist ja... Nee, hier muss ich ja. Hast du da... Ach ja, kannst ja nicht falsch machen, weil ich habe ja noch keine Quest angenommen. Also, ich würde mal sagen, ich werde uns jetzt erstmal verfrachten und zwar in Schneebiom. Also, bis gleich. Wo ist denn das überhaupt? Aber trotzdem, bis gleich. Das ist nämlich hier hinten. Und ab geht es. In Ruhe. Bin bloß an die Eier interessiert. Nahrungstechnischer Weide. Den werde ich wohl erstmal wohl die ganze Zeit irgendwie an Eiern umnagen. Obwohl, hier ist eine kleine Stadt. So, ich bin's nochmal. Kicken Sie mal hier. Hier sind ein, zwei Häuser. Vielleicht kriegt das ja hier. Also ein Topf oder so. Das war kein Problem. Ihr könnt mir dann eine Schmelze herstellen oder so und könnt mir das denn so. Aber wenn ich das so kriege, vielleicht sollte ich das eher so erstmal machen. Ich sag das einfach mal erstmal so, ne? Steck meinen Raum so. Hab ich gedacht, das ist eine gute Idee. Und wenn wir schon mal hier sind, sehe ich gerade, dass ich das auch bei einem sacken kann. Ja, warte mal ganz kurz. Dann seid ihr blöd. Also maximal. Mehr ist dazu nichts hier zu sagen und so. Oh, jetzt kann ich mir das auch selber herstellen. Ach so, warten Sie mal. Ist hier jetzt wieder Knüppeltime, wa? Oh, Donnerbüchse sollte ich auch mal machen. Dass ich irgendwann mal bessere Schrutze und die Teile und so kriege, ne? Knüppelpeter habe ich ja gemacht hier. Sind wir ja schon auf Stufe 2. Ich glaube, ich hole jetzt das erstmal nach. So langsam aber sicher können wir ja erstmal großspurig verteilen. Vielleicht auch noch ein bisschen in Lebensenergie und eisernen Magen und all so, dass ich mir auch mal nicht so gute Zeug reinknallen kann, wenn es sein muss. Zum Beispiel wie heute. Wäre wahrscheinlich ja nicht so schlecht. Aber ich bin immer noch der Hoffnung, dass noch das richtige Essen kommt für uns. Ah, durchfräsen. Einfach durchhalten, wa? Achso, ist die Außentür. Wer zu viel hat. Geh wieder zurück. Gut, hier hätte ich so oder so nachgekickt irgendwie. Wahrscheinlich. Weil es mir gefallen tut hier. Das ist kein Topf. Da ist auch nichts. Das ist ein Lokus. Da sollte rein theoretisch kein Topf drin sein. Aber weiß man ja nicht. Und rein theoretisch hier. Hier würde ich sagen, ja doch, verzieht. Könnte sein. Obwohl, wahrscheinlich doch nicht. Was denn nu? Ich weiß es doch nicht. Ich war doch hier noch nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich hatte einen anstrengenden Tag gehabt gestern, ja? Seien Sie mal nicht so unangenehm. Das muss ich hier unten mir angenehm werden. Und das wollen Sie nicht. Ich trinke auch gleich erstmal einen Beruhigungstee, dass ich nicht hier so schlimm wird. Alter. Gut, ich hab mit der anderen Seite gerechnet. Tja.
Hätte es mal nie gerechnet. Es ist die falsche Seite genommen, die natürlich dann richtig gewesen wäre. Ey, was ist mit denen los? Ey, du hast gepennt. Ja gut, wir wären jetzt von der Seite drin. Ja gut. Oh, da ist ein Tresor. Mein Tresor. Ob du willst oder nicht. Ich könnte mal bei den anderen auch hinkicken sollen. Vielleicht war in den Schrank auch ein Tresor. Ein Eisenknüppel. Knüppelharte Ding. Oder so. Nee, das soll ich so rummachen. Ne? Kann ich nachher. Ach, und da habe ich auch schon so überlegt. Ich muss ja so ja noch immer denn tiefer, ne? Ich hab, nee, hier ist nichts. Bauen technischerweise. Ich muss ja einen Raum haben, wo ich das alt einschmelzen kann. Und einen Gang und all so was. Dass ich da nicht immer hoch und runter springen muss, wisst ihr? Ist mir gerade so in den Sinn gekommen, unterwegs. Habe ich gedacht, könnte eine gute Idee sein. Vielleicht. Also auf jeden Fall müssen wir eh tiefer. Hallo Sie. Ist ein Hopperu oder was? Du hast mir Loot gekostet. Wehe, da war ein Top drin. Schnitze ich mir aus dir einen Top. Aus deinem Kopf. Kannst aber wissen. Na, du spielst ja nicht mit. Halt dich mal raus. Halt dich mal raus aus dem Funkverkehr. Hier ist nichts. Oh, das könnte eine Küche sein, wa? Ah, nee, doch nicht. Hallo? Hallihallo. Ach, hier ist ein Ausgang. Aber ich hab doch schon ihn. Der reicht mir doch. Also ich sag mal so. Dit mit dem Topf sieht gerade ein bisschen schwierig aus. Ich esse mal 3 Beeren. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber dann habe ich erstmal Inventar und hab nichts weggeschmissen. So, außer jetzt der Gras. So, das werde ich mal doch mitnehmen, weil vielleicht muss ich das ja so ja einpflanzen. Das sieht so aus, parkourmäßig, wisst ihr? So. Jetzt kommt gleich ein Hund in dieser Richtung. Weil da ist schon mal ein Käfig. Das ist vielversprechend. Stopp! Oh, was hast du? Einen Topf? Nee. Noch nicht meine Nähe. Sag mal, das mache ich mal clean. Mache ich jetzt auch erstmal clean. Ich war jung und brauchte den Platz. Daraus wird mein Blümchen später, was ich ausbreiten werde im Schneebiom. Oh, Alter, nee, mach doch nie sowas. Mais brauche ich auch erstmal für den Anfang. Kohle zum Anzünden. Ich muss niesen. Alle Dude. Hab's überlebt. So, warten Sie mal. Ich kann doch hier gewisse Sachen rinschmeißen. Dann halt doch wieder Platz. Weil wahrscheinlich werde ich das nicht brauchen. Das kann ich mir später selbst besorgen. Erst nachladen, dann Renin-Karbin. Was ist das? Von dieser Seite, das wusste ich nicht. Boah. Es hat mir geschuddelt. Geschuddelt. Schuddelt. Ihr wisst, wie ich das meine. Lassen Sie mich rein. Ich
habe nie so das Gefühl. Nee, warte mal. Erstmal hier nachschauen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hier keinen Topf finden werde. Irgendwas sagt mir das. Ach ja, gut. Ja, warte mal, was gibt das da? Der liegt jetzt unten, wa? Da ist es. Ich. Hier, Knochen. Ach, das sind bloß 30. Wie, die Knochen kommen ja so oder so weg. Was los? Zum Glück, ich hab Spitze. Die macht schon alle so ein bisschen kaputt. Volle Möhre. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Wenn Sie einen Top haben, können Sie laut werden. Weil was anderes brauche ich jetzt nicht. Ah doch, vielleicht die Pieps brauche ich. Die Pipes, meinte ich. Die Piep-Pipes. Das war nicht so gut. Aber zu spät für eine Überlegung. Munition, ja, ja. Und Sachen zu verkaufen, ja. So, die Federn kann ich verkaufen, ja, weiß ich. Ich bin gleich wieder da. Ich bin auch motorisiert. Ist doch ja kein Problem. Sachen wegschmeißen. Potzblitz. Ach, ich habe ja hier noch jede Menge. Da ist ja noch was drinne. Dann kann ich erstmal Sachen darin schmeißen, die ich erstmal nie wegschmeißen, verkaufen will, wa? Was mit dir los? Hast du Schnuppen? Kein Problem. War schön geholfen haben zu können. Also weil sie jetzt keinen Schnuppen mehr haben kann. Hat ja jetzt keinen Kopf mehr, wissen Sie? Ist genau meine Intention gewesen. Ich bin so nett. So, warte mal, das nehmen wir gleich mal mit. Ich hab doch jetzt wieder Platz. Ey, so langsam wächst die mir ans Herz. Aber runter auf von meinem Paket, meine Pakete. Oh, hey, ich hab schon wieder Bären gekriegt. Richtig nice. Ich brauche ja auch Benzin. Nice. Bitte habt einen Kochtopf. Wahrscheinlich nicht, ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich bin schon wieder befüllt. Wie kann das sein? Ich habe doch gerade erst mein Inventar leer gemacht. Gefühlt. Gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn hier alle drinne? Jede Menge Pflanzzeug. Weil das kann doch hier. Brauche ich doch jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es genau das, was ich nachher brauche. Ah, dann hast du Pech gehabt. Aber erstmal sind hier Sachen zum Verkaufen drin. Tolle Dick. So, jetzt das aufmachen. Und dann sind wir ab ins Schneebiom. Einen Würfel bauen, weil brauche ich. Wichtig. Mann. Ja, gut, wa? Das ist jetzt nicht das, was ich so haben wollte. Jetzt schmeiße ich schon Essen weg, obwohl ich Essen brauche. Ah, Leder. Das werde ich auch nachher brauchen. Aber da sind sehr viele Miezekatzen und so. Also Leder sollte ich kriegen. Da hier ist eine Tür. Was macht die Tür hier? Fragen über Fragen. So, nächste Ding, was weggeschmissen werden kann. Papiere. Aus dem Grund brauche ich ja später. Verdammt. Aber ich kann doch nichts wegwerfen. Das wisst ihr doch. Plastik, Plastik krieg ich schon wieder.
hier weiter und weiter und weiter. Das ist alles bloß Kikifax gewesen. Jetzt geht das erst los. Ein Kochtopf? Nee, aber Nahrung. Mann, das kommt mir aber recht. Okay. Oh, Alter. Alter, meinte ich. Sorry, tut mir leid. Jetzt war ich aber gerade. Huiuiui. Wo kommst du denn her? Mann, seid ihr denn irre? Ja, wir sind tot. Was hast du erwartet? Ein Ständchen oder was? Geh raus. Ist mir viel zu gefährlich hier. Der muss ja den ganzen. Ah, hier geht's ja auch weiter. Da komplett ignoriert. Aha, hier geht's hoch. Alter, und wie das ignoriert. Hallo. Na, dann war ich doch hier noch ja nicht drin. Warum war ich denn hier noch nicht drin? Wo bin ich hier? Ah, der Ding hatte noch einen Raum. Naja, gut. Also, ab Richtung Schneebiom. Hat schon lange genug gedauert. Wollte ich nur mal gesagt haben, aber gut, ihr seid da dabei, ihr wisstet ja. Nie andersrum, Karbin. So wird ein Schuh draus. So, weiter geht's. Kein Kochtopf gefunden. Wie gesagt, ohne Kochtopf oder so bin ich aufgeschmissen. Ich muss ja nur schnell in die Küche rennen und dann zack, bums, rausholen und dann wieder weiter. Ist ja wichtig, also das und ein Grillrost. Ey, ich bin schon wieder überladen. Da tippt das doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Moment mal, kann ich da was drin? Nee, ist ja voll. Aber da kann ich mal drin schmeißen. So. Ein Platz mehr. Das würde bringen. Pass auf, und das ist jetzt ein Raum, wo alle drin ist. Willst du mich verarschen oder was? Geh da rein, also komme ich da auch rein. Ja, nein, kommen sie doch. Wo sind sie denn? Da. Geht doch. Ich will nur in die Küche rennen. Ah, nee. Nee. Ah, brauche ich. Wisst ihr was? Vielleicht gibt es ja Schmotte. Oh, seht ihr? Ich hatte recht, ja. Ich hatte recht. Seht ihr? Wie gerecht hat er? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das da reinkriege. Da ist schon so was drin. Da ist noch nichts drin. Also rein damit. So. Das heißt, ich brauche jetzt bloß noch einen Grillrost. Ich weiß. Aber wenn ich schon mal hier bin, mache ich hoch. Vielleicht alle. Ach nee, shit drauf. Hauptsache, ich kann jetzt mal Wasser und so abkochen. Ach, wie ist was? Auch wenn ich gestreckt und gevierteilt werde, ich gehe zum Händler, wenn der sowas hat, kaufe ich mir das. Schnauze voll. Will ja irgendwann mal ankommen da. Ja, wie gesagt, der einzige Vorteil im Schneebiom, ich muss vielleicht nicht suchen. Es sucht mich. Ich muss nur besser schießen und das meinte ich. Das wird schön. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss das Ding durchlaufen. Holztechnischerweise, was natürlich für uns nicht so gut ist. Was schreiben wir da mal an die Tut?
Aber ich werde ja dann nach und nach, weil wie gesagt, da unten kommt ja dann auch eine Schmelzerin, weil wie gesagt, ich will ja dann alle Tiere produzieren und dann einfach bloß hordemäßig nach Hause schleppen, wenn geht. Und das ist ein Part. Guck mal, ob das sich zusammenpaart. Und wenn das denn passt, was wollte ich gerade sagen? Dann passt das. Das wollte ich sagen. So. Gut, also, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal rein, Sachen kaufen, verkaufen und dann kaufen. Und zwar ein Rost der Grillung. Jawohl. Open this door. Joa. Ha, endlich wieder hier. Frisch zum Sterben. Ich hoffe nicht, dass es so schnell ist. So, Inventar. Open. Dit weg. Dat weg. 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 Nee, vielleicht später. Weg. Ach, weg damit. Weg. 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 Weg, 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 weg. Das kann auch weg. Das auch. Das kann auch weg, aber das will er nicht. Der nimmt halt nicht. Wer nie will, der hat schon. Genau. Das sind Sachen, die ich alle jetzt so erstmal ja nicht brauche. Und schon ja nicht hier an Anfang. Das schon. Und so, aber sonst nichts. So, jetzt brauche ich, wie gesagt, da haben wir das, kostet 600, ist mir egal, Kofik. Zack, bums, weg ist der Lachs. Das wollte ich mitnehmen, habe ich nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich brauche eigentlich Wasser. Jetzt habe ich das Problem mit dem Wasser, weil das ist mir sauteuer. Jetzt muss ich von denen leben, was ich finde. Finde. Finde, suche, zerstöre. Oder so. Keine Ahnung. 2000 habe ich noch. Da Eni das hat, was ich brauche, was ich gesagt habe, und ich hätte es mir auch nicht leisten können. Happy Trails. Hau rin, du Flitzpieper. Happy Hunting. Danke, dass du das gesagt hast. Ich hab's nämlich schon wieder fast vergessen. I've got work, if killing said it. Wir werden zwar da noch nie zukommen. I'd do these jobs for free, wir können ja nie zu. Stuck running the shop. Wir werden zwar noch nie dazu kommen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal andere Sachen im Kopf. Aber die Zeit wird kommen. Unsere Zeit wird kommen. Oder gehen. Das ist ein Kommen und Gehen ist das hier. So. Na, ja, ja, komm her. Das ist ja nie möglich. Du hast ja keinen Kopf. Übertreibt man nicht. Ich mache hier jetzt auch wieder so 5x5 Blöcke. Das ist breit genug. Und dann nehmen wir einfach eine Tiefe ein bisschen 2 cm und dann passt das auch. Jo. So machen wir das. Warte mal. Machen wir hier hin. Hier haben wir genug Platz. Hoffe ich doch. Wie gesagt, ist ja nur zum Übernachten. Ist das richtig? Ah, sieht danach aus. Das ist nicht richtig. Das ist richtig. 2. Ah doch, haut hin. Wie immer. Die Grundfläche der Flächen. Zum Glück habe ich 1-2 Blöcke gemacht. Ja, ja, ja. So, das sollte reichen. Weil, wie gesagt, wir gehen ja in die Tiefe. Ich, warum ich das hier mache? Macht überhaupt keinen Sinn, wa? Aber ist besser wegen Verteidigung und so. Ja, das ist einleuchtend. Weil wenn ich mir jetzt so ein Loch buddel und bloß nach unten gehe, dann habe ich keine Verteidigung nach oben. Oder beziehungsweise wo ich nach oben gehen kann, mich verteidigen könnte. Das ist ein Krux. Und so ein Loch werden ja wohl hinkriegen. Jo. Wie gesagt, ich brauche ja bloß nach unten. Und dann will er nach oben.
Ja. So. Ein wenig Schutz ist besser als gar kein Schutz. Wie jetzt? Achso, ich wollte ja erstmal Holz hier machen, ne? Das ist ja das, was gefehlt hat. Ah, zum Glück stehen hier eins wie Tannen. Ich hoffe, dass das dann nie ein Bär oder eine Miezekatze ist. Ja, gut, ihr könnt mich verteidigen. Ich hab Waffen alle da, ne? Also, das ist ja nicht. Ah, komm! Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Ach, da bist du. Spür meine Axt! Des Zornes! So, ich sage denn, dann buddeln wir uns nach unten und dann geradeaus. Und dann bauen wir uns das aus. Weil, wie gesagt, ich brauche eine Tür. Siehst du, dann brauche ich auch eine Klappe. So, Klappe ist da. Action! Wie gesagt, da wird jetzt dann noch Cobblestone hergestellt, aber erstmal brauche ich die Steine und den Sand. Immer dieser Standardwürfel, wa? Ich sag euch. Und dann wären da oben. Alter, das wird so eine Standard-Sache, ich sag euch. Oben kommen denn 2er oder 3er Reihe Dings hin. Ja, Dingsbums, ihr wisst, wie ich das meine. Genau, das kommt hin, dass ich runterschießen kann. Und ein Gitter nach oben, dass ich auch da sicher bin. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich das machen werde. Ups, ich hab kein Holz. Das ist nicht so gut. Das ist ja der Grund, was ich gerade haben wollte. Warum ist nicht schon wieder gewesen? Das wäre ganz schön teuer, wa? Ich frag mich, ob ich so einen Schneebaum bei uns mit hochnehmen kann. Wegen Weihnachten. Ist denn da auch Schnee drauf? Ey, das werde ich ausprobieren. Irgendwann werden wir schon nach Hause kommen. So, warte mal, du, Teddy, kannst du mal kurz kommen? Danke. Ich weiß nicht, ob der zu gut war. Und aus dem Grund, weil ich nicht nachgeladen habe. So. Gib mir mal kurz dein Fleisch. Ich hab da kein Nahrungsproblem. Dankeschön. Ich sag mal so, das Problem ist auch gelöst. Muss ich nochmal zurück, back to the roots. Muss mir das nochmal herstellen. Aber das ist jetzt möglich. Praktisch veranlagt. Angekommen, Sachen machen, die das Leben leichter machen. Das ist mein Ding. Mehr oder weniger. Also ich mache Probleme, die ich dann später lösen muss. Ja. Das hört sich so, ja, genau so an, wie was ist. So. Das ist wichtig. Das ist mein Safe-Raum. Obwohl der noch nie so ganz safe ist. Das weiß er ja. Aber erstmal den und dann das andere. So, jetzt brauche ich die Schippe auch noch. Pack ich gleich wieder ein. Aus. Ein, aus, weg, von und zu. Erstmal müssen wir nach unten. Ey, kann ja auch der Wasser abkochen. Hallo. Also Wasser sollte nicht das Problem sein. Schnee besteht aus Wasser. Aber wie tief machen wir das? Das sollte tief genug sein, wa? Ach, wie es war, 2 besser. 2 mehr ist besser. So, ist immer noch die richtige Blickrichtung. Ja gut, ich hab mich auch nicht bewegt. Logisch ist es, Ditte. Was machen wir, Ditte? Also 2, 3 müsste ich schon mehr machen, wa? Weil, wie gesagt, ich muss ja hier einen Raum ausheben. Das mache ich natürlich in eine andere Richtung, weil ein bisschen schwierig ist. Oh, gib mal Kohle. Also, ich sag mal so, Munition ist denn auch schon mal da. Das müsste ich ja quasi theoretisch ja fast das ausnutzen, wa? Aber das mache ich nicht.
Wie weit bin ich denn jetzt schon? Das reicht. Das reicht! Halt's nicht mehr aus! Hey, ich wollte doch nach vorne und nicht nach hinten. Was soll denn das? Hab ich gar nicht gemacht, Spiel. Machst du da Dinge, die du nicht machen sollst? Kann ja wohl nie Sinn. Schon wieder! Warten Sie mal ganz kurz. Ich werde mal bitte kurz. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Wegen kurzfristig und so, wisst ihr? Entschuldigung. Es hustete mich. So. Das haben wir. Jetzt muss ich, wie gesagt, bloß nach oben. Ja. Lobt ihr das jetzt oben, was ich gesucht habe? Ich weiß nicht, ob das zu hören ist. Meine Waschmaschine beginnt an zu schleudern. Sehr wichtig, ich weiß. So, der Ausgang ist auch erstmal ready. Also ich komme wieder rein und raus. Ja gut, der Abstand reicht, wa? So, na denn, weiter geht's. Machen wir hier immer rum und dann machen wir das Ding zu und dann... Moment mal. Dann kann ich ja schon mal hier so... Nee, kannst du nicht. Weil du hast ja kein Wasser, kein Sand in dir sammelt. Das ist ja hier alles Wasser. Der Schied. Stimmt, ja. Könnte vielleicht zu Erdenmangel führen. Glaube ich. Was mache ich denn hier? Doppelt dreifach oder was? Das reicht doch schon. Ach, gut. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Ich muss Erde finden. Weil sonst bringt mich unser Schmelzprojekt auch nichts. Wenn das irgendwann mal anlaufen sollte. Weil wie gesagt, wir kriegen ja hier nur Eis, Schnee. Da das eine Sache, die ich nicht berechnet habe. Gut. Der Wald ist ja nicht weit von hier entfernt. Das krieg ich auch noch hin. Muss ich schnell machen. So, warte mal, das mache ich aber auch nochmal. Und dann machen wir es vernünftig. Das haben wir. Das Ding ist durch. So, wo sind jetzt die Klappe hin? Da ist er. Munition sparen. Mann, du hast auch mit unterlaufen Augen. Schockierend. So. Das ist richtig. So, jetzt werde ich die ganze Show laufen, dann muss ich nochmal zurück. Zwei Zentimeter in die Erde pulen. Gut, wir haben aber erst 19 Uhr, ne? So, ich sag mal so, die Grund... Links steht denn schon mal. Warten Sie mal, wo habe ich jetzt die, die Spikes? Die sind in der Karre gekommen. Dankeschön für den Hinweis. So, ich habe vor, eine Dreierreihe erstmal hinzuziehen. Auch eine Schreierin sollte mit einer Dreierreihe so ihre Probleme haben. Ist doch korrekt, oder? Das heißt aber, ich brauche nochmal paar Spikes.
Machen wir erstmal eine Zweierreihe. Könnte mich ganz schön eng werden. Wir müssen noch ein paar Spikes her. Aber nur ein paar. Ja, doch. Ich muss da erstmal für unsere Sicherheit sorgen. Das ist auch wichtig. Spiel. Erst das eine, dann das andere. Warte mal, ich mach mal noch ein paar Spikes. Sag mal, ein Mic hier. Ja, gut. Ich bin mich ganz schön weit vom Mikrofon entfernt. Hallo. Läuft ja wieder. So. Ja, gut, wird produziert. Tü-tü-tü. Das war's. So, nein. Mal ein bisschen Dreck pulen. Ey, immer hier ist alles grün. Das sind 2 cm. Ich gehe einfach auf ein Grundstück rauf und dann pull ich da die Erde runter. Die werden noch nichts dagegen haben. Hihi. Also ich hoffe, dass da... Also es wird grün angezeigt, also gehe ich davon aus, dass es grün ist. Und es sieht sehr, sehr grün aus. Hab ich ein Glück? Keine Sau, kein Bär. Und Kartoffels. Ja. Alter, ich werde das ganze Beet hier entkernen. Was den Dreck angeht. Das ist ja lebenswichtig. Für mich. Wie gesagt, das muss ja uneinbrechbar sein, das Ding da. In ein paar Sekunden. So ist das, ne? Muss ich ja nochmal einen Block hier hinsetzen, ne? Dreie kann ich ersetzen. War ja, ne? Also ich muss langsam, glaube ich, Base 1 aufgeben und verrotten lassen. Na gut, ist auch nicht das Schlimme. Gesagt. Es war ja klar, dass es ein Umzug wird ohne Wiederkehr. Mann, was ist denn los? So, dann machen wir mal hier schon mal Pflastersteine. Pflastersteine. Ja, 1000 ist genau richtig. Mal die Kartoffeln sammeln wir ein. Ja. Saatgut. Da sah das richtig gut aus. Ob hier überhaupt was wachsen tut? Eigentlich müsste ja, wa? Also, hat ja mit Wetter nichts zu tun hier. Alter, 20 Uhr. Jetzt muss ich mal langsam hier flotte ziehen machen. Flotte ziehen. Boah, dann werde ich mal über Nacht wohl das unten vielleicht 2 cm ausbauen müssen. Dass ich mir da was hinstellen kann, dass ich was kochen kann oder so. Aber das sollte denn schon genügen, oder? Ah, das ist ausbaufähig. Und das ist alles noch im grünen Bereich. Und das gefällt den Karin so. Das ist, wie gesagt, das einzige Problem. Ja, nee, ist ja kein Problem. Habe ich ja festgehalten. Also, the water ist ja kein Problem. The water ist ja da. Jetzt, ich will das hier aufwerten. Spiel. Dass die uns nie die Hütte einreißen. Wenn ich weiß, wie das ist. Wenn sie das machen. Soll ja, wie gesagt, nicht schick sein. Soll einfach bloß funktionieren. Und da ich jetzt da unten hier noch rauskloppe. Ach, die Kacke. Ja, gut, eine Schmelze müssen wir so oder so bauen.
Weil wie will ich einen Zement herstellen, wenn ich hier keine Schmelze habe? Und das brauche ich ja für meinen Beton. Siehst du? Das wird eine komplette Einrichtung hier. Das dauert ein bisschen. So, jetzt sind ja bloß noch die zwei Seiten, ne? Ja, das kriegen wir, wie gesagt, hin. Ich mache erstmal unten, dann kann ich das von drinnen aufwerten. Das ist doch was, wa? Ja, und die Kanten muss ich nach oben machen. Es dauert alles seine Zeit. Sorry, tut mir leid. Ist so. Oben wurde ja auch nicht an den Tag erbaut. Na komm. So, haben's. So, jetzt muss ich da bloß nochmal wieder was hochbauen. Aber das sollte machbar sein. Und da sollten wir jetzt erstmal 2 Sekunden sicher sein. Bin mir nie ganz sicher, aber könnte so sein. Entschuldigung. Wie gesagt, Stein und Wasser ist ja kein Problem. Also. Ich würde jetzt gerade sagen, was ist die Musik? Ich wollte gerade sagen, wir haben schon den ersten Besuch. So, also ich würde mal sagen, der Anfang ist getan. Hier können wir unsere Loot-Tour, glaube ich, erfolgreich in die Tat umsetzen. Na, eine Klappe bräuchte ich noch. Warten Sie mal ganz kurz. Eine machen wir. Klappe Action und dann ist es gut. Mann, bin ich doof oder was? Achso. Muss ich mal kurz abbrechen. Komischerweise habe ich kein Holz mehr. So, bitte. Zwei Klappen brauche ich. Achso, ist schon fertig. Das haben wir denn auch? Das haben wir denn nicht? Aber das ist auch nie in Stein gemeißelt. Was? Keine Ahnung. So. Kabin hat fertig. So, hier dürfte der eigentlich gar nicht sein. Sonst denken sie sich, hallo, ich komme hier hin. Und das soll ja nicht. Also Leute, der Würfel ist gesetzt. Und ich würde mal sagen, morgen machen wir noch ein bisschen Ausbau. Und dann steht der Kabin sagen, ja, hier kann man sich heuchlich niederlassen. Mehr oder weniger. Ich gehe mal ein bisschen Holz besorgen. Also bis Leute, bis denn, Leute. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.